selbstverständlich, es gibt da sehr viele, die noch von Passau Richtung Rhein, St. Pölten da runtermarschieren, bei uns im Marktgemeinde dann durchmarschieren, kommen von der Kreuzmühle, also Grenze Langenstein, Ried, Mauthausen, über die Barbacher Linde, dann zum Rastplatz am Kalvarienberg, ein wunderbarer Aussichtsberg, also wo man einen wunderschönen Ausblick hat, und geht dann runter über das Moor am Berg in die Gemeinde herein, so als Zentrum bzw. an den Heindlkei, wo man einen wunderbaren Ausblick hat zur Innsmündung, wo man schon gesprochen hat darüber zuerst, dass die Donau hier gegenüber von uns einmündet. Und dann eben weiter bis Rhein. Aber wie viele 50 Kilometer haben wir schon eine gute Kondition und einiges an Zeit. Wir lösen euch auch ein bisschen mehr Glück. Dafür gibt es beim Donausteig auch kleinere Runden entlang des Weges sozusagen, die man das Tages- oder Nachmittags ausführen. Welche Angebote gibt es da in Nordhausen? Da gibt es bei dieser Werbegemeinschaft sind 42 Gemeinden dabei und in jeder dieser Gemeinde gibt es auch diesen Rundwanderweg, der da dazu angeboten wird. Dann gibt es auch diese 450 Kilometer, sonst würde man das ja nicht zusammenbringen. Und das kann man dann auch genießen und eben sagen, ein paar Stunden einmal in diesem Ort, einmal ein paar Stunden einmal draußen oder halt St. Nikolai rein, wo halt dann gewandelt werden möchte. Gesunde Gemeinde Rundwanderweg heißt das Angebot in Mauthausen. Wie schaut der Weg genau aus? Für wen ist er gedacht? Naja, man braucht schon ein bisschen eine Kondition. Es geht rauf einmal zum Kalvarienberg, wo man den Aussichtsplatz hat. Und dann durchs Holz hinauf zur Meier am Bergkapelle und über den Friedhof dann herunter zur Kirche, über den Salzsteig, die Salzstraße runter zur Heinrichskirche und wieder zurück zum Schloss Bragstein, wo der Ausgangspunkt ist. Also gemeinsamer Radio heute zu Gast in Mauthausen an der Donau und am Donausteig. Auch Wandern hier möglich. Einer von vielen Ausflugstipps, die wir heute schon kennengelernt haben. Mein Sommerradio mit Maria Theiler.